Mit dem Pflanzen der Frühlingsblüter wurde dem Branitzer Park letzte Woche wieder Leben eingehaucht. Doch das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Besucher in den kommenden Monaten erwartet. Heute Vormittag stellte Gerd Streit die Pläne vor. Im Mittelpunkt steht die lang geplante Restaurierung des Timulus, also Pücklers Begräbnisstätte. Wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, um wirklich jedes Detail zu überlegen. Ich bin uns sicher, uns ist nichts durch die Lappen gerutscht. Und insofern freue ich mich natürlich, dass es jetzt endlich losgeht. Mit den Arbeiten wird Anfang Juni begonnen. Doch da die Pyramide sich im Wasser befindet, wird es schwierig. Deshalb muss erst einmal eine Sicherung des Ufers gebaut werden. Rund 1 Million Euro wird die Sanierung kosten. Gut investiertes Geld. Schließlich wird damit ein Stück Geschichte erhalten. Ein anderer Teil aus Pücklers Leben wurde bereits aufgearbeitet. Das Frühstückszimmer zeigt den exzellenten Stil des Grafen. Mit dem Adel beschäftigt sich auch die Ausstellung Herrschaftszeiten. Von Mitte Mai bis Oktober geht sie unter anderem der Frage nach, welchen Adel die Niederlausitz geprägt hat. Neben der historischen Ausstellung ist Gerd Streit insbesondere auf den 22. und 23. Mai gespannt. Denn dann ist Branitz Gastgeber des Internationalen Fachbeirats der Pückler Parke und des Pückler Konvents. Und da sind wir sehr froh über diese Unterstützung durch internationale Experten der Gartendenkmalpflege, die sich die Dinge hier vor Ort anschauen, uns beraten und uns gewissermaßen auch dann auf das Level helfen, was international bedeutende Gartendenkmale brauchen, um wahrgenommen zu werden. Fürst Pückler und das junge Gemüse. Unter diesem Namen steht das diesjährige Gartenfestival. Ein Motto, was nicht nur Gartenfreunde neugierig macht. Es ist ja ein bisschen zweideutig mit dem jungen Gemüse. Wir wollen auch die Beziehungen vom Fürsten Pückler zu den Frauen darstellen, die ja immer Einfluss hatten auch auf die Gartengestaltung, auf die Parkgestaltung. Das ist, denke ich mal, ein neuer Ansatz, den wir da gehen wollen. Das machen wir per Vorträgen, das machen wir mit dem Händlerangebot, das machen wir bis hin zur musikalischen Umrahmung. Also es wird bunt und breit. Abgerundet wird der Sommer mit der traditionellen Spielplanpräsentation des Staatstheaters. Es ist also wieder jede Menge los im Branitzer Park und Schloss Branitz. Ein Besuch lohnt sich somit nicht nur wegen der idyllischen Spaziergänge.